weniger Arbeit macht. Yeah. Und mit dem Titel entnehmen kannst, ist das ein Jojo-Only-Run. Richtig romantisch. So, bam. Dahin. Zweimal ein Sexy-Maxi-Stuhl. Das ist ein Blockbauer, natürlich. So, zack, zack. Und ihr könnt mal in den Chat schreiben, wie top Sexy-Maxi dieses Haus ist. Es ist so romantisch. Ich hätte Architekt werden können. An der Stelle eigentlich ein Gruß an Lukas. Hust, hust. Das Gute ist, dass wir das hier echt getoppt bekommen haben. Das Cobalt Legends mit 6 Abwehr. Die retten echt unseren Arsch. So. Was wollte ich jetzt noch? Genau, Hintergrundwände. Hui. So. 120. Der eine ist schon mal hier eingezogen, denn der nette Händler, das ist schon mal sehr gut. Der Bombenidiot muss auch noch einziehen und dann sind wir alle glücklich. Dann ist alles Tutti Banani. So. Ich mache gerade auch noch den Keller hier auch. Ah, nee, nee, ich mache ein extra Haus, wo meine Sachen sind. Ja, moin, Sexy Maxi, hey, Bangerbert. Bangerbert. Hm, also irgendwie kommt mir diese Hausstruktur bekannt vor. Ja, ich weiß ja nicht. Die Hausstruktur, das ist so die typische Konso- und Bert-Hausstruktur. So, was fehlt uns denn noch? Dschungelsporen. Dschungelsporen fehlen uns noch. Ey, dass wir so viel fucking viel Bomben haben, ist krass. Wiederbelebungstrank ist geil. Wir bräuchten noch einen mit 8 Abwehr. Dann hätten wir nämlich schon mal 20. Mit ein paar anderen Items hätten wir dann so 5 bis 30 und dann killen wir schon mal Bosse. Einfach, weil wir es können. Und an die Leute, die jetzt sagen so, warum ist eigentlich keine Musik im Hintergrund, liegt daran, dass ich das ja auf YouTube hochlade. Und Twitch mal gerne, wenn es merkt, dass ich was auf YouTube hochlade und da Musik dabei ist, die lizenziert ist, mutet er einfach alles. Das heißt, das komplette Video ist einfach stumm. Was nicht schön ist. Und danach würde ich noch einen Strike wahrscheinlich von Dings kriegen. Deswegen, es ist sehr schade. Aber auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal gehen momentan eh viel ab. Nicht nur die 5000 Abonnenten erreicht, sondern ich habe ja noch ein paar alte Super Mario World Parts online, die ja noch nicht geclaimed wurden von Nintendo. Und die werden jetzt gerade geclaimed. Und das ist nicht schön, das ist sehr traurig. Schnapper brauche ich nicht, ich brauche einen Menschenfresser. Damit ich mir noch die Ivy Whip direkt machen kann. So, hier haben wir schon alles. Ja, ich brauche halt scheiß Dschungelsporen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Normalerweise habe ich immer ganz wenig hier Hornissenstacheln, dafür aber ganz viel anderes. Also ganz viel Dschungelsporen. Sporen. Aua. Ja, wo bist du da? Ich sehe dich nicht. Komm her. Bastardo, komm her. Oh. Nee, hier ist kein, ich sehe keine einzige, sonst wird die ja leuchten. Gerade echt kacke. Ja, genau. Treff mich komplett durch alles durch und vergifte mich noch. So ein Arschloch. Gib mir mal gerade einen Haken, bitte. Bitte einen Haken, bitte einen Haken. Nein. Ja, aber die claimen halt. Ich habe damals das Projekt hochgeladen und habe gesagt, hier. Ah, das ist unser Geld. Das Projekt Super Mario World ist für meine Fans. Ich will das nicht monetarisieren. Nicht. So. Dann war ich ein bisschen hier mit hier dem Nintendo-Idioten da ein bisschen am hier mit meinem Netzwerk zusammen am Rumzige, weil die das dann monetarisieren wollten. Und ich habe gemeint, nein, ich will es nicht monetarisieren. Und die haben dann halt gemeint, ja, du kannst nur online lassen, wenn es dann monetarisiert wird von uns. Wo ich im ersten Moment dachte, okay, dann vielleicht ein paar Werbung. Ja, was wollten die nämlich für Werbung draufklatschen? Schön unskippbare Werbung, ja. Wo ich mir dachte, fickt euch hart. Sagt meinen Zuschauern hier als Geschenk für euch, und was müsst ihr euch angucken? Schön 10 bis 20 Minuten unskippbare oder 3 Minuten Minimum Nintendo-Werbung. Top. Geil. Da hätten meine Zuschauer wahrscheinlich gesagt, hier leckt mich, ey. Das hat mich ziemlich angepisst. Muss ich ehrlich sein. Ich sehe halt nichts gerade. Das ist gerade ein bisschen doof. Oh, das ist gut. Das habe ich gut gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so gut, weil ich jetzt ersaufen tue. Ich kann mich noch mit einem Ding retten. Indem ich heile und mich nach oben baue. Oh mein Gott! Wie hab ich das hingekriegt? Egal, komm, wir trinken ein langsam wieder Belebungsband. Band, sag ich schon, Trank. Wir haben überlebt.
So, ich baue mir jetzt ein Strandhaus, weil Konto mich auf die Idee gebracht hat. Was überhaupt mit Banger Bert passiert? Lebt mein zweites Ich noch? Ja, natürlich. Nein, Nintendo. Nintendo verkackt momentan übelst. Was ich genauso behindert finde, ist der Tod von dem Typ hier, vom Iwata. Ja, ist traurig und so. Aber wie das wieder in den Medien breitgetreten wird, ja, dass ja noch Sony und hier auch Microsoft, oh ja, Anteilnahme. Ja, ich meine, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ja. Sagen wir 90% davon meint es wahrscheinlich nicht mal ernst. Die wissen einfach, okay, ist im Mittelpunkt, weißt du. Wahrscheinlich auch viele Nintendo-YouTuber oder auch andere YouTuber werden darüber berichten. Es hat gute Klicks farmt. Ja, es, man muss natürlich auch darüber berichten, aber dann dieses, weißt du, rumgelabert, dann auch direkt, oh, Nintendo wird jetzt hier kaputt gehen, bla bla bla. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bewegungstempo. Nein, wir nehmen lieber ein Abwehr mehr. Das ist einiges mehr wert. So. Jetzt habe ich wieder zu viel Shit dabei. So typisch Konso. Typisch Konso. Drei Engelstatuen, alle fürs New Pew. Die nehmen wir aber gerade mal mit. Die sieht sehr romantisch aus. Wir nehmen auch hier die ganzen. Hoch. Ja, die ganzen Pilze mit, damit wir uns oben dann schön große Tränke machen können. Eigentlich rushe ich ja gerne, wie ihr mich kennt, ja. Ich rusche gerne nach vorne. Da ist der Händler. Da ist der Händler. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, haben wir nicht genug Geld, gell? Doch, 5 Gold. Red Counterwhite. Draws a Counterwhite after hitting an enemy with a Yo-Yo. Bam, direkt geholt. Geil. So, das gefällt mir. Bone Torch, den ganzen anderen Müll brauchen wir nicht. Statt dem hier. Nice, das konnten wir uns direkt holen. Das ist sehr gut. Ja, ja. Was ist denn ein Counterwhite? Ich verstehe das nicht. Ist das Ding dann langsamer? Dass es das irgendwie schwerer wird? Oder kann mir das jemand mal irgendwie erklären? Ja, ja. Das Terraria-Inventar ist auf jeden Fall. Ja, auf der Xbox ist ja noch damals noch kleiner gewesen. Ne, ist immer noch kleiner als PC. Deswegen hätte ich gerne die Flying Piggy Bank dabei. Oder ein Tresor. Aber das ist auf jeden Fall cool, dass wir beim Tom jetzt direkt das eine rote Ding kaufen konnten. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir aus allen dann irgendwie so ein super Ding machen können. Weiß ich aber noch nicht. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Und wir finden keine scheiß Dschungelsporen. Das geht mir gerade derbe auf den Sack. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, jetzt hier die ganze Lebenskristalle zu finden. Ja, das ist völlig legitim. Alles wunderbar. Aber ich hätte halt schon gern mal Dschungelsporen. Wir sind keine, ich sehe kein, nee, nicht ein. Total kacke. Gegengewicht. Ja, und was bringt mir das ganz genau? So als Hauptfrage jetzt. Mob 85. Mob the Mob 85, schätze ich mal. Was bringt mir das dann irgendwie so als Effekt? Ich wollte jetzt kurz schon sagen, dass auf YouTube mir Leute auch gerne in der Kommentare mit Tipps sagen können, aber ich. Obwohl, doch, könnt ihr doch in die Kommentare schreiben, weil ich wahrscheinlich nicht komplett fertig mit dem Run heute werde. Damit die YouTuber auch hier eine Chance haben, YouTube-Kommentare was zu machen. Und jeder, der gerade so auf YouTube zuschaut, fragt sich natürlich wieder: Konto, du hast schon wieder gestreamt, ohne es anzukündigen. Ja, ich kündige das dem momentan nicht mehr an, ich weiß, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Au, du Arschloch. Alter, zum Glück habe ich genug Leben gehabt. Aber ihr müsst wissen, ich habe mir kurz bevor ich nochmal eine Welt gemacht und das Jojo getestet und da hatten wir direkt schon am Anfang des Amazonas, was wir jetzt nicht haben. Aber wir sehen es gelassen und gehen hier gechillt vor. Nehmen jetzt noch einen Haken im besten Fall. Noch ein paar Herzkristalle abstauben. Das ist immer wunderbar. Jetzt kriege ich gleich 10 Millionen Pfeile in die Fresse. Oh. Meine Herren, ganz ruhig. Wir haben uns alle lieb. Wie weit ist das Ding bitte gerollt? Normalerweise ist ein Pilzbiom doch immer irgendwas versteckt. Ich kann gleich den Chat wieder lesen. Erstmal muss ich jetzt. So. Ach, meine Herren, ey. Weißt du was? Die Pfeilfalle tun wir jetzt hier oben hin. So, dann können wir nämlich immer gucken, wo hier Fallen sind. So, jetzt gucken wir mal nach.
Wenn du den Gegner triffst, kommt da quasi noch etwas wie ein zweites Jojo, das nochmal Schaden macht. Ernsthaft? Oh! Oh! Ah! Jetzt verstehe ich das! Weil ich habe in einem Stream gesehen, dass einmal so eine Million von Dinger rauskamen. Da hat man wahrscheinlich diese ganzen Dinge dann kombiniert, die hier. Und nachher gibt es ja noch ein Item im Hard Mode, das weiß ich ja, was dich ein zweites Jojo machen lässt. Und das dann auch noch mit dem Counter. Du kannst schon ganz gut Schaden machen, das muss ich zugeben. Ich dachte, das wäre eine Bombenstatue, schade. Lustigerweise laufe ich jetzt gerade darum, wo ich nicht rumlaufen wollte, weil ich eigentlich in den Dschungel wollte, aber naja. Wir sehen es gelassen. Noch ein Pilzbiom. Ich meine, warum nicht? Das ist aber auf jeden Fall ziemlich cool mit dem Effekt. So, wie soll ich dich eigentlich nennen? Tough? Soll ich einfach Tough sagen? Auf jeden Fall Mob und Tough, danke für die Hilfe. Ziemlich cool. So, nehmen wir da oben auch noch mit. So eine Cloud in der Bottle wäre jetzt ziemlich geil. Seile. Ach, da oben sind sie ja. Ich habe gerade die Seile gesucht, ich Depp. So. Ab nach oben. Ich gehe aber gleich auch direkt wieder in den Dschungel. Keine Angst. So, Lebenskristall. Wunderbar. 220 Leben schon. Läuft. Wir können auch hier so Untergrundviecher killen. Einmal diese komischen Echsenviecher, dann diese kleinen Schnecken und so ein Scheiß. Die können nämlich auch ein Jojo droppen, was nur 14 Schaden hat. Aber besser als unser Holz-Jojo. So, hier ist aber, glaube ich, jetzt einfach nichts mehr, oder? Na. Ja, komm, dann gehen wir zurück in den Dschungel. Besser ist es. Habe ich eigentlich die ganzen... Ich habe nicht mal die Pilze mitgenommen, kann das sein? Doch. Hä? Wo? Ach da, 45, okay. Alles klar. Ah, noch eine Falle, weg. Ich hätte mir jetzt gerne mal ein besseres Jojo, um einfach alles zu zerficken. So. Ja, aber Nebenfrage hier. Tough, du warst es doch, gell, die auch Hesse und so ist. Wo kommst du denn genau her? Sag mal nett, du kommst aus Wiesbaden. Was? 200 Live Auge inklusive? Ach, kann das jetzt spawnen mit 200 Leben? Boah, Scheiße, ich hab's schon wieder vertickt. Oh, eine Bombenstatue, ernsthaft? Oh, nice. Nice. Warte mal, jetzt hier, verpiss dich mal. Ja, komm, die können wir auch oben bauen. Wir haben 51 Bomben, scheiß mal drauf. So, Bombe, ich fall den ganzen Pfeil fallen ab. Palm-Wood-Wall, nee, lass mal Stecke. Soll man überall meine Fackel hin tun? Soll ich auch mal Platinum oder so? Nee, wir killen direkt den Dings. Den lieben netten. Ah, hier ist Dschungel, wunderbar. Oh, mein Herrn der Schöpfung. Meine Herren der Schöpfung. Ja, komm her. Nein, ihr nicht. Nur mein Jojo. Das ist jetzt. Skelett hält. Oh, zu viel Defense. Hat er mir gerade das Schwert gedroppt? Willst du mich verarschen? Nee, oder? Nee. Ich dachte gerade eben schon. Jetzt halt echt scheiße, nur mit dem Holz-Jojo hier zu kämpfen. Obwohl, ich glaube, damit würde ich sogar einen Endfeind töten können. Theoretisch. Obwohl, er hat ein bisschen mehr viel Defense. So, du bist jetzt eingesperrt, jetzt kann ich dich treffen. Komm her. Nein. Ich brauche eigentlich nur Dschungelsporn. Ja, fertig. Für Eevee Whip brauche ich, glaube ich, auch nichts anderes. Bensheim. Da wohnt, glaube ich, mittlerweile eine Ex von mir. Bensheim. Ja, ich finde aber, guck mal, Leute, hier ist keine einzige Dschungelspore. Habt ihr bis jetzt eine gesehen? Hier ist alles dunkel, guck mal. Wie ob es denn jetzt spawne? Hier ist. Oh, eine! Oh mein Gott, dass ich das noch erlebe, ey. Das ist ja Wunderwerk der Natur hier.